Ein herzliches Willkommen hier wieder zurück bei FIFA 15 und heute würde ich ganz gerne die Champions League Partie Manchester City gegen den FC Chelsea spielen. Und Manchester City ist ja von den Spielerwerten her das zweitstärkste Team hier in der FIFA 15 Demo. So, dann gucken wir mal. Was ich ganz gerne umstellen möchte, ich versuche das immer mit den Standardformationen, aber ich weiß nicht. Gucken wir mal, Aufstellung. So. Gucken wir mal, was nehmen wir denn mal? Die 4-5-1 würde ich ganz gerne nehmen und dafür würde ich ganz gerne aber ohne Jayco spielen, sondern ich würde lieber, viel lieber Jesus Navas da drin haben. So passt das, denke ich mal, hier. Ja, ich denke mal so, weil Navas rechts auch besser ist. Gucken wir mal, dass wir noch Negredo vielleicht, Sanja, nee, Zabaleta, Kolarov. Lassen wir mal Kolarov so sein. Aber ich denke mal, so ist es jetzt erstmal ganz gut. So, und dann würde ich ganz gerne so antreten. Und dann auch noch in der Profispiel natürlich, wie immer. Und so, gucken wir mal. Aguero. Also Aguero, muss ich sagen, kann gut dribbeln. Also der kann das. Dribbeln ist mit Aguero, der ist schon immer so ein Dribbelkünstler gewesen, ne? Deswegen, ich mache jetzt mal auf weiter. So, es spielen heute Manchester City gegen den FC Chelsea in der Barclay Premier League. So, und jetzt wird angepfiffen. Aguero und Silva machen den Anstoß. So, gucken wir mal. Kolarov, ja, er hat meinen Spieler genannt. Sehr, sehr nett von ihm, dass sie meinen Spieler nennen. Kolarov, da ist er auch schon. Mit Chelsea Lineup. Gucken wir mal. De Michele ist am Ball. Spielt auf Silva. Ich glaube, ich kann mit so einer Einer-Formation viel besser spielen. Weil ich mehr auf Steilpass spiele. Also, ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken. Weil, habe ich ja bei Chelsea gemerkt. Ich konnte mit der richtig gut spielen. Aber ich muss mal gucken. Gucken wir mal. Hier Einwurf auf Fernandinho. Nein, den Ball, den sollst du schön behalten. Auf Silva. Und, ja, der war nicht so gut geschossen, aber immerhin ein Versuch wert. Tschech hat den souverän gehalten. Wir haben ja hier in FIFA 15 intelligente Torhüter. Deswegen hält der auch sowas. Also, da hat man auch keine Chance, dass er reingeht, ne? Weil so dumm sind die jetzt auch nicht. So, Touré, aber leider nicht gekriegt. So, und nochmal die Chance. Nasri schießt schon wieder von Tschech pariert. Tschech muss heute einiges leisten, weil ich mit Manchester City auf Hochdruck gehe. Ich will ja nicht verlieren. Also, wir wollen ja in der Champions League, sag ich mal, eine Runde weiterkommen, wobei ich eigentlich mehr der Chelsea-Fan bin, wenn es in der Champions League drum geht. Sag ja nur Drogba, ne? Also, wie gesagt, das ist einer meiner Lieblingsspieler. Aguero ist hier einer meiner Lieblingsspieler. Ich habe immer so meine Lieblingsspieler in den ganzen Vereinen. Und ja, werdet ihr ja sehen im Ultimate Team Let's Play, wer da so meine Lieblingsspieler sind. Zabaleta hat geschossen. Tschech hat schon wieder gehalten. Dieser Arsch, ey. Er die ganze Zeit hält, ey. So, Touré mit, na, mit dem Kopf hat es leider nicht mehr geschafft. Aguero hat den Ball verloren. Und jetzt geht's aber direkt weiter. Gucken wir mal. Ich glaube, ich sollte in der nächsten Folge mal die Anti-Aliasing-Rate runterstellen, weil ich glaube, das verursacht manchmal das Lecken, weil Anti-Aliasing, ich glaube, echt auf die Bildrate geht, ne? Zumal eigentlich auch unnötig ist, aber ja gut, ich habe es halt an auf höchsten Einstellungen. Ey, das war ein Foul, oder nicht? Also, wenn das jetzt kein Foul war, legst du vor, ne? Mann, die lassen mich echt nicht schießen. Also das ist ja echt unverschämt hier. Ey, Nasri, Nasri, Samuela Nasri heißt der, glaube ich. So, spielen wir mal auf Jesus Navas. Jesus, machen. Was haben wir hier? Die Defensive. Jetzt greift, will Chelsea mal angreifen. Aber sie haben nicht Didier Drogba in der Startformation. Sie haben nur Diego Costa. Und der ist bekanntlich nicht so gut wie Drogba. Einer der treuen Blues, sage ich mal. Der damals bei Chelsea richtig gut war. Aber er ist natürlich schon ein bisschen alt. Ich glaube, der ist 36 oder wie alt? Schreibt mal in die Kommentare, wie alt er ist. Weiß ich ja jetzt nicht so. Ey, das war doch ein Foul, oder nicht?
Ey, was soll das denn hier? War doch ein Foul. Also, für mich hat er da nicht den Ball getroffen. Also, zuerst jedenfalls. Guck doch mal an. Jetzt liegt er da verletzt rum. Scheiße. Scheiße. Ich muss Aguero auswechseln. Na, ganz toll. Dann nehmen wir halt Stevan Jovetic. Jetzt hat er mir Aguero gefoult, ey. Jetzt habe ich einen Freistoß gekriegt. Na, ganz toll. Aber nur für Dingens. Aber nur so ein... Oh, schieß mal. Ich kann ja selber nicht schießen. Konnte ich da ja nicht, ne? Das ist ja... So, Nasri spielt hier auf Jovetic mit dem ersten Torschuss. Und Beta Tscheche wieder am Halten. Naja, ich glaube, ich schieße von zu weit weg, sage ich mal. Die Ecke führt Nasri aus. Und mittig. Und, oh, konnte ich leider nicht draufhalten. Kolarov spielt und... Nein, nö. Zabaleta. Wo spielt Zabaleta hin? Auf Silva. Silva auf Navas. Aua. Nein, das ist aber... Ja, ich kann mich nicht so gut konzentrieren, wenn ich die ganze Zeit irgendwas laber. Wen haben wir denn da? Oscar. Oscar Fabregas. Fabregas kann gefährlich sein, aber nur kann. William, der kann auch gefährlich sein, wenn er möchte. Fabregas sollte ich aber... Costa, oh, das ist gefährlich, aber William schafft es nicht, den Ball ins Tor zu bringen. Das ist schon mal ganz gut für uns. Mal gucken, schaffen wir noch einen Durchsprint? Ne, schaffen wir nicht. Tut mir leid. Und das war die erste Halbzeit. So, gucken wir mal. Das waren die. Schuss aufs Tor von mir 3, alle von Peter Cech gehalten, von Chelsea 0. Ballbesitz 53-47. Alles ausgeglichen. Schussgenauigkeit ist bei Chelsea bei 0%. Das ist ja interessant. So, dann gucken wir mal, wie es in der zweiten Halbzeit so weitergeht. So, Fernandinho am Ball. So, und Fabregas. Ja, der ist ja von Barcelona dahin gewechselt, der Gummi. Wobei Chelsea eigentlich ganz gut ist. Ey, der hat schon wieder hier gefoult, ey. Ich glaube, der Schiedsrichter mag mich hier irgendwie nicht. Habt ihr auch so das Gefühl? Schreibt es mir mal in die Kommentare, weil... Was soll das denn hier? Die ganze Zeit hier meine Spieler flachlegen. Wo sind wir denn hier? Wir sind hier nicht im Gangbang, also da sollte man sich schon andere Orte für suchen. Stevan Jovetic. Und er rennt, er ist schnell. Also schneller als die anderen, die ich hier so im Gebot habe, außer Aguero. Oh. Mann, ich wollte eigentlich jetzt schießen, aber das hatte nicht so ganz geklappt, wie ich mir das erhofft hatte. Fernandinho. Fernandinho ist eigentlich ganz gut. Ne? So. Espiliqueta, ja, genau. Spiel mal hier auf Jovetic. Ich habe Aguero nicht mehr mit dem harten Schuss. Das ist so ein... das war knapp von Silva, David Silva. Das war richtig knapp, der Schuss. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich hier schneiden sollte, nur mal so. Weil jetzt einige auch, weil einer, sag ich mal, gefragt hatte, kannst du das nicht schneiden? Das ist sonst ein bisschen langweilig, weil, was soll ich denn hier schneiden? Die besten 10, gibt's nichts, ne? Was soll ich in so einer kleinen Zeit schneiden, ne? Also, es wird bald noch ein Video kommen, wo ich erstmal noch schöne Tore aus FIFA 14 zeige. Und zum Abschluss habe ich alles mal dokumentiert. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das dann so ankommen wird. Jesus. Ich will mit Jesus. Schieß doch. Na, ich komme da die ganze Zeit nicht durch. Haben die da eine Fünferkette drin, oder was haben die? Ah, Chelsea spielt echt so defensiv, dass man da nur schwer durchkommt. Machen die ja echt im realen Fußball ja auch. Da sind die auch sehr defensiv eingestellt. Aber ich habe es mit Drogba in der letzten Partie sehr offensiv gemacht. Ich bin auch immer so mehr der Typ, der auf Angriff geht. Mikkel kommt für Fabregas. Ob das was Gutes heißt. Also, ob es für mich oder für sie gut ist, werden wir ja früh genug sehen. Jovetic, Mann. Mach ne. Azpilicueta. Ramirez ist auch ein guter Spieler. Jetzt müssen wir mal erstmal gucken, dass wir aus der Verteidigung den Ball wieder rauskriegen. Da ist YouTube-Werbung für EA. Also, guckt euch mal EA auf YouTube an. Also, die haben bestimmt den besten Kanal. Also, die erfolgreichsten YouTuber unter den Top 10 ist bestimmt EA. Damit kriegen die bestimmt voll viel Money. Da sie ja ihre eigenen lizenzierten Spiele haben und also über ihre eigenen Spiele Videos machen, müssen die ja auch keine Gebühren bezahlen.
Oh, das war ein sehr guter Lattentreffer. Da hat die Latte mich wortwörtlich nochmal gerettet. Guckt euch den mal an. Der wäre unhaltbar gewesen. Unhaltbar. Selbst vom harten Hart, der ja immer den harten hat. Also, der hat ja immer die harte Latte. Also, deswegen heißt er ja so. Und, ja, aber es ist leider von ihm auch unhaltbar. Silva spielt auf Jovetic. Jovetic ist leider nicht so ganz da, aber ich habe keinen, auf den ich spielen kann. Das ist ja doof. Soll ich die nicht vielleicht doch nochmal gleich ändern? Ich weiß nicht, in was ich die Formation ändern kann. Weil meine 4-2-3-1 breit gibt's nicht. Oder die gibt's echt nicht. Und scheiß. Also ich weiß nicht, ob ich hoffe, es gibt die in der normalen Version. Jetzt bin ich am Arsch. Scheiße. Boah, das war knapp. Das hätte das 1-0 für Chelsea sein können. Schürrle kommt für Eden Hazard. Hätte ich jetzt vielleicht nicht gemacht, aber... Ja, ein deutscher Spieler, der Weltmeister wurde, ist doch mal auch besser als ein belgischer Spieler, der bei der WM, sag ich mal, nicht ganz so weit gekommen ist. Ne? Silva ist, glaube ich, auch so ein bisschen am Ende. Spielen wir mal auf Jovetic. Ey, das war jetzt aber ein Foul hier. Habt ihr das gesehen? Jovetic, der hat den richtig von hinten genommen. Und der Schiedsrichter, ey, Mann, der mag mich nicht. Ey, was soll das? Er hat den richtig von hinten genommen. Habt ihr das nicht gesehen? In den Jovetic. Aber ich glaube, das darf man, oder? Die dürfen das, ne? Ja, ja, die dürfen das. André Schürrle. In the World Cup, sagt er auch. Redet über den World Cup. Man pfeift er den mal ab hier. Hier, pfeif ab. Ich will kein Gegentor kassieren. So. Ich möchte, dass du abpfeifst. So. Jetzt gehen wir zum ersten Mal in die Verlängerung, die ich euch jetzt zeigen darf. Eieiei, Verlängerung, ey, scheiße, da bin ich mal gespannt. Verlängerung, so. Spielende 0-0 nach 90 Minuten. Und dann wählen wir hier einfach, machen wir weiter. Wählen wir hier einfach klassisch aus und können weiterspielen. Wollen wir mal auswechseln? Wer ist denn hier... Nasri, dafür kommt mal hier. Ach komm, weißt du was? Wir ballern hier jetzt erstmal hier so weit hier rein. So. Ballern wir dann einfach mal hier rein. Das andere ist ja jetzt nicht so toll, ne? So, wir ballern jetzt mal. Gut. Das waren leider unsere einzigen Auswechslungen, die wir so machen können. Der Rest, ja. Aguero, ich glaube, das wäre ein bisschen anders verlaufen, wenn Aguero noch dabei gewesen wäre. Aber... Man kann ja nicht alles haben. Negredo spielt auf. Weiß ich nicht. Wer war das? Jaco. Na, der Key Time. Oscar. Ich will den Ball haben. Hier. Kriegst du den Ball. Hier, Ramirez. Cahill. Haben wir hier Cahill? Ivanovic. Was macht er? Das ist ein bisschen langweilig, weil man hier die ganze Zeit... den Ball hinterher rennt und ich, wenn ich rede, wenn ich versuche interessant zu reden, kann ich nicht gut spielen. Ah, aber Hart hat den Ball richtig sicher. Trotz hartem Schuss hat Hart ihn. Der ist ja hier immer der Harte. Ne? Hart ist der härteste Torwart. Ich weiß ja nicht, warum der Hart heißt. Kann ja verschiedene Gründe heißen. Es gibt auch Leute, die irgendwie Herr Fick heißen oder Herr Gay oder so. Also, Nachnamen gibt's alles, ne? Also, da sollte man echt nicht wählerisch sein, wenn man sagt, oh, ich möchte eine Freundin oder einen Freund, der darf aber nicht so und so heißen. Aber vom Charakter und vom Typ ist er doch eigentlich ganz cool, nur sein Name gefällt mir nicht oder ihr Name. Dann ist dann halt scheiße gelaufen. Immer noch kein Tor und es neigt sich dem Elfmeterschießen zu und David Silva ist fast am Ende. Was machen wir? Was machen wir? Bei Chelsea kommt man einfach nicht durch. Wisst ihr noch bei Bayern München damals? Champions League. Da hat Chelsea wegen den Elfen sich ins Elfmeterschießen gerettet und dann im Elfmeterschießen gewonnen. So, aber das wollen wir hier natürlich nicht haben. So, Jesus Navas. Oh, Peter Cech. Wie gut ist der Typ? Wie gut ist Peter Cech? Das stelle ich mir jetzt mal als Frage so rein. Also, weil Peter Cech ist wirklich mit Abstand ein sehr guter Torhüter hier. Das muss ich echt mal sagen. Ivanovic. So.
Mikkel. Der Mikkel, ne? Du bist ein cooler Mikkel. Gib mir den Ball, ich kämpfe jetzt drum. In the middle ist Mikkel. Ja, genau, das sagst du richtig. So, wir haben Jayco. Jayco kann natürlich nicht so schnell rennen. Aber ich setze es voraus, dass Jovetic... war leider im Abseits. Schade, aber Cech wäre eh dran gewesen. Er wäre rausgekommen. Und, Ramirez. Also, ich glaube, Chelsea will sich retten. Die wollen sich ehrlich retten hier. Scheißen Dreck aber auch. Was machen wir? Was machen wir gegen so eine Übermacht von Chelsea? So, gucken wir mal. Negredo. Wir dribbeln, wir haben Zeit. Nee, jetzt haben wir keine Zeit mehr. Scheiße, es geht ins Elfmeterschießen. Scheiße. Die Glocken haben geläutet für Elfmeterschießen. Scheiße. Das ist Jovetic. Ja, lassen wir mal so. Ich hoffe, das wird jetzt alles gut gehen. Mit Steven Jovetic schießen wir als erstes in die rechte Ecke. Ui. Oh, das war Glück, dass Schächte nicht gehalten hat. Andere Schüler, wo schießt er hin? Wo schießt er hin? Komm, wir gehen mal nach rechts. Und Joe Hart hat gehalten. Ein Wunder. Und ja, Touré am Punkt. Und wo schießt er hin? Ich schieße mal wieder nach rechts. Und er ist drinne. Mal gucken, was macht Hart jetzt? Ein flinker Torhüter. Diego Costa am Ball. Ey, nicht lecken. Diego Costa. Oh, und Diego Costa verschießt. Ich sag ja, Didier Drogba ist tausendmal besser als Diego Costa. Und wir schießen diesmal nach links. Und Cech bleibt sogar stehen. Im Elfmeter ist er aber gar nichts, ne? Way, Oscar. Hier, er hat alle gehalten. Joe Hart, bester Torhüter, ne? Elfmeterschießen. Was soll ich anderes dazu sagen? Wir haben gewonnen im Elfmeterschießen, ohne ein Tor zu kassieren. Das war meine Glanzparade gerade jetzt, ne? Ja, Tschech. Im Elfmeter kannst du dich wohl... Tja, mit 3-0 ist das schon eine kleine Blamage. Es tut mir ja leid, aber... So ist das, ne? Aber so auf dem Feld bist du richtig gut, muss ich sagen, ne? Ja, ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Diesmal mit Verlängerung und Elfmeterschießen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schreibt doch mal einen Kommentar. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von FIFA 15 in der Demo hier wieder.